Hallo, Hallöchen. Was geht? Willkommen zurück hier bei Elden Ring. Yes, yes, ja. Ich habe hier Wandcamouflage an. Wir haben hier gerade einen Boss gelegt. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, bevor ich es nämlich wieder vergesse, was es hier unten mit dieser Boss-Tür auf sich hat. Wer verbirgt sich denn dahinter? Kurze Orientierungsschwäche. Da kann ich nicht runterspringen, glaube ich. Gut, Freunde, aber da um der Ecke, da ist ja das, wo wir hinwollen. Und ich bin gespannt, welcher Boss dahinter wartet. Eine ist übelst Range. Wollte gerade sagen, Wolfi, also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der letzte Hüpper, den ich da gemacht habe, der war schon nice, Alter. Okay. Meine Spidey Senses sagen mir, ich kann jetzt hier rein. Zusatz Schimmersteinstab. Erstmal, wo ist denn dieses Nox-Ding, was wir jetzt gerade bekommen haben? Ah, da. Zeig mal. Okay. Und dann haben wir ja noch so einen Stab bekommen, ne? Den hier. Ist ein Weisheitsstab. Naja, ist doch was Schönes. Kann man nur Dinge machen. Erhöht das Geschick. Erhöht aber das Geschick wahrscheinlich genauso viel wie Radagons Wundsiegel. Ich finde, wir laufen ganz gut mit dem Radagons-Ding. Alright. Dann haben wir das auch, Freunde. Was war das hier? Der Kristalltunnel. Ich weiß, ich hab's in den Kommentaren gesehen, dass jemand geschrieben hat, hey,
ich habe dir unter Folge so und so geschrieben an der Stelle, wie du hier hinkommst. Ich habe es gelesen, also dass du das geschrieben hast, dass du das da geschrieben hast. Ich habe noch keine Zeit gefunden, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Komm, wir gehen dahin. Ich bin jetzt übelst guter Dinge. Wir müssen aber gleich, wenn wir... What? What the fuck geht hier ab? Ich verstehe, was du meinst. Okay. Ja, man müsste halt wissen, wo die anderen Todesdinger sind.
Jetzt habe ich so ein bisschen Oberwasser und würde am liebsten den Typen verprügeln. Okay. Ah, cool. Mann, ich war mit Dings auf die Wölfe anstatt auf den Heiltrank. Sonst hätten wir es geschafft. Nee, der ist zu krass. Okay, den haben wir erstmal verprügelt. Der weiß erstmal, was Sache ist. Hier haben wir noch... Pack hier mal auch einen von denen hin. Da haben wir ja noch den Klangperlen-Dude. Statt der Akademie. Wollen wir in die Akademie? So, hier war der Boss. Darunter würde ich gern. Komm, wir gehen erstmal nach Rea Lucaria. Bin gespannt, was da drin auf uns wartet. Das haben wir ja schon lange genug vor uns hergeschoben. Wir wissen ja auch, hier gibt es wohl so eine komische, so ein Boss. Von denen sollen wir uns irgendwie packen lassen. Damit wir direkt zum Erdenbaum kommen. Habe ich einen Tipp bekommen, man kann hier einfach zurücklaufen und man wird dann nicht geportet. Und hier hinten soll wohl irgendwie noch ein Händler sein. Wurde mir zumindest so gesagt, kann natürlich sein, dass es auch Schwachsinn ist und dass ich hier direkt in meinen Tod laufe. Zumindest sieht es hier schön aus.
Das sieht wirklich schön aus, ne? Das ist schon ein verdammt hübsches Game. Ja, das ist tatsächlich ein Händler. Nice. Cool. Schreiben weißem Fleisches. Weißes Fleisch. Was sagten wir das? Das ist einfach nur eine Herstellungs Dings, ne? Ja. Es muss so Spaß machen, einfach so ein Level Designer zu sein von einem From Software Game. Weißt du, wenn die zu dir sagen, okay, wir brauchen so eine Stadt. So eine Stadt, aber so mittelalterlich. Und du sagst, hey, ich hätte sowas Drakonisches und mach, was du willst. Weißt du, so, well, dude. It's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? Oh, 3 Schwertschlüssel verkauft er. Und ein Handbuch. Und Asche der Vampirwichte. Ha. Have a safe journey. Habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Ich hatte gerade so einen ganz kurzen Moment, wo ich überlegt habe, hatten wir nicht irgendwie knapp 30.000 Runen? Die liegen sehr ungünstig. Okay, das hat er gar nicht mitbekommen. Der hat einfach gepennt. Ich beschwere mich nicht. Die lagen sehr, sehr ungünstig, Alter. Weil ich habe mir gedacht so, hä? Wir haben doch über 30.000 Seelen gehabt, Alter. Weil ich will definitiv die Sachen holen, die wir brauchen. Also klatschen wir noch mal ein paar Wölfe weg. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass wir so gut wie alle Quests zumindest im Ansatz irgendwie ganz gut erfüllen. Die meisten Quests, ich habe natürlich versucht, mich nicht irgendwie zu spoilern, aber die meisten Quests, da sind wir jetzt ganz gut dabei. Die meisten gehen auf diesem Altus-Plateau weiter, wo wir mit dem Fahrstuhl hin müssen. Und für den Fahrstuhl brauchen wir dieses Dektus-Medaillon. Glaube ich zumindest, dass es das war. Oder das andere. Wir haben ja irgendwie 2.
Ja, wir haben ja schon irgendwie mehrere Medaillon-Teile. Aber dieses Dektus, Mann, wie heißt denn das? Dektus. Wir müssen bloß geheimes Harlekbaum-Medaillon. Um den großen Aufzug von Rold. Keine Ahnung. Back already. Unusual. Did this aged merchant have some? Er freut sich auf jeden Fall, dass wir zurück sind. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Stehende Gewässer werden faulig und Stagnation führt zu Verfall. Krieger müssen immer in Bewegung sein. Das ist halt super wenig Gewicht, ne? So ein, würde Elden Ring oder das nächste From Software Game einfach für mich, nur für mich, so eine, dass ich das eine mit dem anderen vergleichen kann. Bitte. Bitte. Ich weiß, nicht jeder will das. Aber bitte, ich würde mich so unfassbar freuen. Gespenster. Have a safe journey. Gespenster, Mama. Ja. Präzeptor Seluvis versteckt ein schmutziges Geheimnis in einem Keller der Ruinen, unweit der drei Schwestern. Auch die abscheuliche Götzenhexe treibt sich dort häufig rum. Was? Pöbel der Halbmenschen. Tötet den Anführer eines Pöbels von Halbmenschen stets zuerst, dann wird der Mut seiner Gehörigen... Okay, Gespenster. Die kriechenden königlichen Gespenster und ihre Anhänger sind allesamt verflucht. Heilkünste sind ihr Verderben und eure Rettung. Ah! Südlich des großen Aufzugs von Dektus liegt das Dorf der rasenden Flamme. Die Heimat der Kranken. Haltet euch fern von diesem Ort. Nö. Nö. Okay, dann waren wir jetzt da. Warte mal, ich kann ja reiten. Ey, ich vergesse jedes Mal, dass wir einen Hottie haben. Da werden wir automatisch abgemountet. Wo können wir hier hin? Ich weiß, wir sind damals bis da vorne geritten. Ja, ich glaube, wir sind nie bis zum Ende geritten, ne? Hier war ja das, wo wir dem Samurai geholfen haben. Rampe des Osttors. So, da kommen wir dahin geportet, ne?
Hochstraße von Bellum. Oh shit. Das hier ist der Aufzug, ne? Wir haben ja gelernt, dass man auch durch diese Höhle gehen kann. Was war das? Oh. Is this Bok? Your seamster, Bok. He is always eager to see your return. Please, will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Ja, kein Ding, Alter. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Tolle Hilfe bist du. Kurzzeitig anhaltende LP, Regeneration, Ausdauerregeneration. Was haben wir denn jetzt hier alles bekommen? Blitzangriffe heilig. Verbessert aufgeladene Angriffe. Verringert den erlittenen Schaden. Erzeugt Explosion. Kurzzeitige Stärkeschub, Geschickschub, Glaubensschub. Aha. Ja, da können wir uns kurzzeitig quasi zum Babbo machen. Ey, Bok! Bok, the Seamster, at your service, Master. Ready to make adjustments to your garments. Ja, also, wenn ich irgendwann mir denke, hey, meine Rüstung ist so gut, ich will die beschissen haben. Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Ich gebe nicht nur auf mich 8, ich gebe auf mich 9. Bok, the Seamster, are you ready to make a journey? Oh, going so soon? Ja, danke für die Hilfe, Bok. Oh, guck mal. Da ist auch schon wieder so eine gefingerte Alte. You, please. I can read them. Your fingers, please, your fingers. Bless you. Bless you. You, the one who holds both half crescents. Take the path to the grand lift ahead. For you are the one who will be Lord. Bear witness, one and all. The Lord is returned. The Elden Lord is come again. Okay. You're... Ja. Nein. So. Okay, aber es hieß doch in diesem Teil am Fuße von Rea Lucaria. Vielleicht, wenn wir mit dem Fahrstuhl hochfahren. Vielleicht beginnt erst da oben so richtig Rea Lucaria. Wie das alles zusammenhängt, Freunde, was wir da alles finden werden, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Elden Ring. Ey, ich freue mich sehr drauf. Aber hey, ich muss ja auch gar nicht so lange warten. Für mich geht's hier direkt weiter. Für dich in der nächsten Folge. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Dir noch einen schönen Tag. Haust rein. Bye, bye.